Ja, es läuft schon. Nächstes Mal ist man dann dabei. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. So, auf geht's. Wie gesagt, das ist leider ohne WH. Hier, Leute, Rampe. Ja, und auch der Herrschwer mit den Duels. Halte ich ja für eine Fehlinvestition, muss ich ehrlich sein. Die 250 irgendwie sinnvoller. Weißt du, wie viel die kostet, die Duel? Duels, ich 700 oder 800 oder so. Auf jeden Fall viel. Dann würde ich mir halt lieber eine Flash oder HE und Kit kaufen oder sowas. Finde ich effektiver, aber habe ich vorhin schon mal gesagt. Jetzt gleich U-Bahn-Kontakt, schleichen zwei hoch. Wird aber abgezielt. U-Bahn heißt das, okay. Warum macht Sky denn die Headshots? In der Rampe oder was? Hab gerade null Schauen. Übersicht. Denk mal, die gehen jetzt Kette hoch, oder? Ich finde gerade die Spiele nicht. Defen ist aber Dynamite, ja, aus. Dynamite getimed, so Ja, Mann. unlucky. Ich hab gedacht, der deckt die ganze Zeit ab, aber war weg. Defen hat auch Ja, sein gut, eigenes Devin 10 Spotlight. AP. Aber Yannick ist Gut, am vielleicht Kit. Don, gut, das heißt eigentlich, Don wird wohl auch legen können, aber. Immerhin gelegt. Na, 1 gegen 2. Ah, ist leider low HP schon. Jetzt einer gleich Cat. Boah. Ach, schade. Kriegt ihr denn nicht an der Tür? Halt unlucky, eigentlich hätten sie es auch holen können, wenn er nicht getimt wäre. Ja. Aber er ist direkt wieder da, oder? So wie ihr hier seht. Geld kriegt er zum Glück auch. Als Gut, erster und 105. dann Killefisch. Train wurde heute auch echt immer ausgewählt, oder? Also, Mag wirklich keiner spielen. ich finde die Map eigentlich ziemlich gut. Ja, was heißt gut? Ich finde, das ist unsere beste Map, aber irgendwie jeder eins extra bietet die generell und die meisten Source Teams auch noch. Okay. Also, wir hätten sie eigentlich gespielt, aber die hat jeder Gegner gewählt. Ja. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Die Schon. T's gekauft. Ja. Bei Alternate scheint es immer noch kein Ergebnis zu geben. Doch, also die haben gewonnen, war gerade eingetragen Ah, gegen okay. Blue Jazz. Ja, im Turnierbaum sind sie noch nicht vorne. Hat man gerade einen Turnierbaum aktualisiert, da waren sie noch nicht dabei. So, Sky in der Rampe. Also spielen zumindest nicht mehr. Ja. Im Radio. Wie spricht man Regen aus oder Origin oder so, Regen? so. Okay. So, gibt auf jeden Fall ein Halle Go. Hier aber mit Refrag. Sind jetzt aber Halle drin, Bombe gelegt. Liegt auch gut. Origin noch über außen. Ah, jetzt hat es aber drei Gegner vor sich. Jetzt dreht die P90 wieder durch. Bezweifle ich. Steffen macht den. Wie schätzt du das Spiel überhaupt ein? Also ist Game Tier der Favorit für dich? Also, Ist das ein ganzes nein, Source-Team oder? das ist ein ziemliches Mix. Also, Dynamite und Don haben mal zusammengespielt vom alten Game. Das sind praktisch drei Teams gemixt, also aus drei Source-Teams. Aber Ja. vom Einzelskill würde ich sagen, war Game auf jeden Fall besser. Also, Okay. zumindest ein Source noch. Aber ich würde sagen, Killerfish halt wesentlich eingespielter.
Aha. Naja, mal gucken. Der Löffel hat auf jeden Fall nochmal gekauft. Wundert mich ein bisschen. Dann kam halt vier. Die hatten voll praktisch in einer Diegel. So, Regen außen geholt. Außen ist somit offen. Sky schiebt den Schacht. Das krasse ist, man kann die Halle quasi alleine decken. Habe ich das Gefühl. Mit den Kannst ja jetzt. Kisten, ne? Jetzt wieder relativ schnell die Schächte runter, also wenn du alleine deckst und die dann Tür oder so ja. runterrennen. Vielleicht noch unter Cat. Du musst gleich der Rampenspieler aufpassen. Sky macht das aber. Er holt jetzt sogar die Bombe. Nur noch Devon am Leben. Boah, da war er für meinen Geschmack aber nicht drauf. So, gegen zwei, der eine ist low. 20 Sekunden. Ah, vielleicht kommt er in den Schacht rein und kann unten legen. Nein, macht er nicht. Oh, schön rausgezogen von Marvelous. Eigentlich eine Echo bei den Ts. Mal schauen. Also viel Geld haben sie nicht. Einzige Deffen könnte kaufen, aber bringt halt nichts. Glocks, eine Diegel bei Susan. Ist Killerfish ein komplettes ehemaliges Source-Team oder sind die auch neu zusammengestellt? Also die sind auch neu, aber schon relativ lang. Okay. Und die trainieren all, ich würde sagen, die trainieren so mit am meisten von den Teams, die ich kenne, die sind schon recht aktiv. Okay. Auf jeden Fall ziemlich eingespielt. Ja. Also sind sie zu Recht so weit gekommen. Da würde ich schon sagen. So, 4-1. Ts haben zwar jetzt nicht so viel Geld, sollte trotzdem kaufen. Also reicht auf jeden Fall. Gut, Galil teilweise. Weiß nicht, wenn die immer nur zu zweit Halle sind, können sie eigentlich auch mal Halle durchfahren. Ja. Boah, der Molly sitzt, glaube ich, ziemlich gut. Auf halb. Yannick hatte 37 HP gehabt. So, wieder direkt zwei frühe First Strikes. Jetzt entscheiden sie sich, Rampe durchzugehen. Schöner E nochmal. Sky fast ein bisschen zu viel Risiko. Der Rob geht 2. One on 3. Ja, wurde aber schon gut low geschossen. So AP. Ah, wer kommt? Ne, Marvelous ist unten. Unten. Ich hatte hier keine Chance, die Runde zu holen. AWP habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen heute. So, 5 zu 1. Wer hatte die Pistol gewonnen? Gamed? Killerfish, oder? Der Killerfish, nicht die Pistol, und Gamed hat dann die dritte geholt. Ah ja, genau. Ja, genau, weil Killerfish hat ja dann noch die SMGs. Ja.
Boah, geht's rein mit Deagles. Schöne Headshots. Na gut, teilweise nur Glocks. Jetzt. Bei Waffen. Ah, Chin steht. Ja, ihr sitzt auch. Und wenn wir ein bisschen Zeit rausholen, Don kommt jetzt wirklich komplett von hinten über Man. Boah, jetzt ist nur noch Herrschwer. Und der ist eingekesselt. Dem ist auch noch einer. Nach den ersten. Zweite in der Pommes. Oh, ich wollte schon sagen, er hat ihn nicht gesehen, hat aber noch. Pommes halt noch. Oh, die tut weh. Nein, die hat er verworfen. Und jetzt zieht durch. Boah. Schafft er nicht. Schöne Deagle-Eco. Sollten es vielleicht in der Waffenrunde auch nochmal probieren. Einfach in die Halle rein. Und was Devin macht mit dem Top-Spawn. Der Flash wahrscheinlich oben. Ja, Turbo boosten jetzt. Doppelflash. Voll Halle. Okay. Gut, Echo außen, drei Leute, eine Rampe. Halle komplett frei. Wenn man Faculty heißt, würde man die Runde trotzdem noch abgeben. Die waren die so schlecht? Also ich habe das nicht gesehen. Naja, schlecht nicht unbedingt, aber die sind oft zum Plant gekommen und haben es dann einfach nicht geschafft, die Bomben zu verteidigen. Aber eigentlich Faculty sind über dem Baum als vorhin hinten gesehen. Keine Ahnung, ist ein bisschen unlucky. Was hast du mit Faculty? Ich habe die eigentlich als Favoriten gesehen, so im oberen Baum. Ja, ich dachte auch, die kommen weit. Wobei ich auch dachte, dass die 1-6 Teams weit kommen. Aber gut. Mal gucken, wie es in den nächsten Cups so aussieht. So, nochmal die Flashes übers Dach. Gut, wieder Halle go. Also Halle sollte man vielleicht echt auf Retake spielen, oder? Also, wenn die Flash da immer reinkommt. In Source musste man das praktisch schon zu dritt eigentlich spielen, wenn du da also gegen den Halle gespielt hast. Was weiß ich nicht, sie fliegen da oben ins Dach über diese Fenster, ne? Ja. Okay. Und explodieren die sofort oder fliegen die noch irgendwie in die Halle rein? Kommen ein bisschen runter, aber schon in der Luft. Okay. Also du kannst dich praktisch oben im Ketzer in die Wand drehen, dann wird man kaum blind, aber machen soll nicht so. Bin vergamed mit der Anschlussrunde. Killerfish. Ne, haben gekauft. Wieder eine AWP. Ne, die hatten ja 4 Waffen gesaved. Ah ja, stimmt. Aber das verstehe ich jetzt nicht, warum er... Achso, er hatte die AWP noch, ne? Er war nicht der, der gestorben ist, gut. Weil so viel passiert jetzt außen nicht mehr, dass ich die AWP noch irgendwie rentieren würde. Einer ist jetzt außen. Ja, jetzt gerade, aber ich... ziemlich weit hinten. Dynamic oder wie heißt der? Dynamite? Janik, Don heißt. Ach, wie meinst du? Dynamite. Dynamite einfach oder Dynamite. So. Dynamite. Ah, oh Gott. Das ist ein verwurschtelter Nick. So, Rob wieder mit einem First Track. Vorhin auch schon gegen Anticat. Schön variiert, jetzt mal über Rampe zu gehen. Aber nur einer. Jetzt unten schon komplett eingenommen von den CDs, jetzt gehen sie Cat hoch. Das ist halt so krass, dass man ultra schnell unten ist. Na gut, Runde safe. Wegen sie einfach für oben. Oh, Frankie kommt nochmal über außen. Beide über außen. Ah, da in der Right steht. Und macht's 5-5 Ausgleich. Killerfish gegen Games. Jetzt müssen sie aber. Ah, wobei. Könnten eigentlich fast nochmal kaufen. Gut, aber nur kaum Equip und dann nur Farmer, ist klar. Aber könnte man trotzdem versuchen, mit einem Rampe-Push oder sowas. Vorher mal einnehmen. Irgend sowas kann man ja immer versuchen mit Low Equip.
Stieges. Ich finde eigentlich, dass bei 1.6 häufiger Low Equip gekauft wird. Irgendwie machen die Source Teams häufiger Echo dann noch. Ja. Ja, einfach Deagle kaufen und go. Und mit First weg. Jetzt gehen sie über außen. Ja. Ah, nehmen Ketzger mit der Flash ein. Das sieht aber auch vor. Ja, sehr schön gespielt eigentlich. Und der Cat durch, schon mit Flashes eingenommen. Vorhaben auch gut dann vorgekommen. 6-5. So, jetzt wieder Geld am Start. Aber was mir jetzt nicht gefallen würde, wenn Ricci wieder eine AWP hat, und hat er auch. Hat er aber. Das finde ich unnötig. Gut, wenn soll er vielleicht mal Rampe aimen oder so. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut geht. Aber wie gesagt, außen passiert halt kaum was. Und der eine T hat es vorhin super defensiv gespielt, hat nur gespottet. Daher finde ich die AWP ein bisschen useless. Huch. Den Smoke. Oh, da hat er Ärmchen gesehen. Ja, gut, jetzt. Jetzt macht er ihn. Dick. Noch Rampe wird es ein bisschen aggressiver gehalten, zu zweit. Machen wir das im Außencat. Da auch nichts gespottet. Es geht wieder Halle. Und da, das wissen sie eigentlich schon, Rampe gepusht, zwei Leute. Ist eigentlich vollkommen klar schon. Schöne Gegenfläche noch von Frankie. Darf jetzt einfach nicht sterben. Schöner Frag. Jetzt einfach nicht sterben und seine Mates warten, auf seine Mates warten, ein bisschen von über Vorraum kommen. Dann ist eigentlich alles safe. Gut gemacht von Frankie bisher. Das dickes Chaos. Ah, schöne Runde von Killerfish. Gut gespielt. Ja, die müssen jetzt eigentlich auch schon alles holen. Ich weiß nicht, ist die, ist Nuke in Source RT oder CT-lastig gewesen? Also das alte Source Nuke auf jeden Fall CT. Okay. Ich finde dieses Nuke 4 ist ein bisschen T-lastiger, aber... Hm. War es auf jeden Fall sehr, sehr stark CT. Na klar, ohne den Gang außen kannst halt nicht so viel machen. Wieder Halle go. Sehr schnell. Wieder steht Halle auf Retake. Ja. Wie spielen sie das jetzt? Und sie Retake pushen ja, wieder Rampe. Das ist schwer eigentlich. Kann zum Erfolg führen. Wir kriegen auch den First Track. Die Ketchup auch. Schön rumgezogen von Sirson. Der Retic für Cats. Der Fehler, die Arme kann nichts machen. Ja. Tja, was will er da machen bei dem Halle Retake mit der Arme? Nichts kann er machen. Sollte sie auf jeden Fall lassen. Aber schönes, knappes Spielchen bisher. Ist Frankie jetzt in der Pommes mit nur mit Deagle? Das verstehe ich nicht. Er hat 6k, aber spielt nur eine Deagle. Okay. Ja, er hat noch gekauft, oder? Ich weiß nicht, ich finde es gerade geldtechnisch ganz komisch bei Killerfish. Frankie noch mit 6k, Richie mit 2,9. Ja, nur weil die anderen auf 0 kaufen und er holt sich halt nichts. Wundert mich. Vielleicht war es ein Abschrauberproblem. Irgendwie ein Missverständnis. Zu 6, letzte Runde der ersten Halbzeit.
9,6 jetzt wahrscheinlich mit dem Geld. Wir haben 4 hochgeführt, irgendwie 5,1 oder so. Ja. Schon relativ hoch, also deutlich. Guck mal, Regin hat eine M4. Sehr schön. Hört außen, glaube ich, auch die Steps. Ach, jetzt gerade, wo sie außen durchgehen, dann einmal die M4. Ja, ist natürlich Gehen sie auch direkt zu bitter. dritt außen. Ah ja, Ed hat. Naja, Ed hat nur an einem, glaube ich, Schaden gemacht. Frankie ist unten. Gut, der eine hat jetzt 50, der andere noch 100. Sky nur mit Deagle an der Rampe. Frankie deckt da unten. Noch den ersten machen und die Bombe ist dort. Ganz schwer die Übersicht zu behalten hier. Mit dem neuen Gang da unten. Habe ich mich noch gar nicht mit angefreundet. Und Yannick unter Cat durch. Boah, und Sky weiß es anscheinend nicht. Disconnected einfach schon mal. Neue Macht. Mal schauen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass in der Cat eine ist. Hopp, nimmt noch einen raus. Ah, 3, 10 Sekunden. 3. Eigentlich kaum was machen. Ah, 13 sind es noch bei mir. Bombe down, Runde verloren dann. Ja. 5 Sekunden noch. Muss der letzte. Unten. Mann, er kann Ja, nichts mehr eine machen. Sekunde, jetzt kann ich nichts mehr machen. 7-8, schöne knappe Halbzeit. Der eine Spieler war gedroppt, sollte aber jeden Moment wiederkommen. Sollte vielleicht Pause, ja. Sollten vielleicht Pause machen. Was machen die denn? Den Cup schon im oberen Turnier war ein bisschen komisch. Da sind jetzt zwei recht komische Teams irgendwie weiter. CS Götter und wer noch? Ja, wahrscheinlich Server Forge. Ich weiß nicht, also die gewinnen jetzt gerade wahrscheinlich. Halt beide so komische Teams, weil Server Forge, der eine mit 12 PPs, also in der anderen Liga. Bei CS Götter ist halt auch so ein bisschen, also. Die haben halt noch nie irgendwie gut gespielt in Source oder in einem 6 oder so und fahren da ziemlich durch. Sind Okay. auch irgendwie so merkwürdige Leute, also. Keine Ahnung, ob der sich jetzt mein einen Hacker-Team durchgehackt hat. Mal gucken, wird man in ein paar Tagen oder so sehen. Vielleicht packt Wire ja ein paar. Ja, sie hätten einfach mal irgendwie vor dem Cup so einen Update raushauen müssen heute Morgen. Ja, so ein Fake-Update mehr oder weniger. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob sie unbedingt anhaben. Sind halt, es ist halt nur recht komisch, ja, die gegen, Ja, das keine stimmt. Ahnung, so recht gute 1-6 und Sorcerer halt gewonnen haben und die selber halt wirklich noch nie oben gespielt haben. So, fünfte immer noch nicht drauf. Ist natürlich blöd, dass jetzt Restart gemacht werden muss. Und dann der Score wieder weg ist. Geht ja im Endeffekt nicht, oder? Hä? Ist ja im Endeffekt egal. Ja, klar, aber es ist halt schöner, wenn man Tab drückt und direkt oben noch das Halbzeitergebnis hat. Gerade bei so einem 7-8. Verwechselt mal ganz gern mal, wer jetzt wie viele Runden hatte. CS Götter haben schon gewonnen. Ja, also die sind im Halbfinale. Die spielen jetzt wahrscheinlich dann gegen Serverforge und der Gewinner davon ist dann halt weiter. Ja. Keine Ahnung, kommen mir halt echt so ein bisschen komisch vor. Oh, da gab es auch Demo-Forderungen.
von Speedy und Fear Me. Von Druckwelle. Ist halt schade, weil sagen wir rein theoretisch, wenn jetzt einer hackt, ist es halt ziemlich dumm mit den ganzen Demo-Bugs und so, da überhaupt an per DT zu sperren, wird halt ziemlich schwer wohl. Erstens das und zweitens, wer rückt danach, weißt du? Angenommen, wir spielen es jetzt im Team mit einem Hacker durch. Dann müssen ja eigentlich irgendwie den Platz 3 noch ausspielen oder richtig. Sowas. Oder nochmal da anfangen. Ja gut, wir wollen sie ja nochmal anfangen, wir müssen ja dann den obersten Baum nochmal komplett neu machen. Ja. Ich bin nur gerade sag mal, wenn der Fünfte kommt. Ja, mach ich. Am geilsten wäre halt eh sowas irgendwie wie eine große LAN-Riele gewesen oder sowas. Ja, so ein Event, aber das kannst du halt nicht stemmen. Also. Ja, das hätte man vielleicht irgendwie auf einer öffentlichen LAN machen müssen. Ja. Also, keine Ahnung, sowas wie so eine größere LAN, halt GSH oder Norscom oder so. Mhm. Wenn ich schon ein klares Spiel. Also, halt das ist zwar cool, aber. Das kann sich halt auch nicht jeder leisten, ne? Auf eine LAN zu fahren. Das ist halt auch mit Kosten verbunden, mit Aufwand etc. Du kannst dich einfach mal den Nachmittag oder so frei nehmen, da brauchst du halt irgendwie direkt mal zwei, drei ein Tage. Wochenende locker. Genau, und das kann sich halt auch nicht jeder nehmen. Ja, da wäre es auf jeden Fall an sich schon beste Lösung. Solange es war ja halt effektiv oder gut detected. Das weiß man ja leider nicht. Mein SSH ist ja so gut wie ausgeschlossen, würde ich mal meinen. Also du hattest ja ganz am Anfang Go gab, konntest du einfach, da gab es ein Team, das hat das hat einfach mit einem SSH gespielt, da gab es noch so Textdateien, da konntest du eigentlich einfach den Waffendamage verändern. Achso, okay. Auf dem Server, ich weiß. Die haben dann einfach die Ork hochgestellt. Sind alle da übrigens. War dann stärker als die Ark und dann noch Ork gespielt. Okay. Das ist aber relativ schnell auf, also die wurden relativ schnell gebannt. Das geht jetzt nicht mehr, oder was? Weiß es nicht, ich habe da nicht so den Plan von. Naja, mal gucken, auf jeden Fall geht's jetzt los. Also, 9 T-Runden für Sieg, es wird schon sehr schwer. Na, mal gucken. Dann mal der Kätzchen ist an der Außen. Defen auf der Box und der Rampe. Ja, Nico eher so der Verschieber. Geht aus und sie wollen auch da runter anscheinend. Hält die finde ich Damage bisher ausgeteilt. Ja, die Bombe ist schon da. Wir werden aber schon unten on spot. Mal schauen, ob sie uns scouten. Und auch bei den T's sehen wir eine Duel. Hopp mit dem First Track. Echt ein kleiner First Track Garant. Es gibt doch noch einen Assist. Gut, Runde gelaufen. Ja, eigentlich schon. Tja, da zahlen sich natürlich die Duels nicht aus. Schöne 5er Runde. Für Games. Können ja eigentlich Voll-Echo machen und dann kaufen. Und so viele Runden. Kaufen sich jetzt noch Deagles. Irgendwie nicht sinnvoll, jetzt müssen sie Doppel-Echo sogar machen. Brauchen dann so viele Runden am Stück. Was ist so viele Runden? Die liegen eine Runde zurück, jetzt zwei. Ja gut, aber die brauchen 9 Runden als T. Ja und? Ist doch alles drin. Du kannst halt 100 pro, auch wenn du nicht legst, halt fahr Galil und Rüstung und eine Flasche oder so kaufen. Also ich würde Full Echo eigentlich machen. Ja, hätte ich jetzt aber auch gemacht. Die Deagles müssen, weiß nicht. Gerade für New. Kassierst halt so viele Bang Hits und HE und sowas. Einen Plan scheinen sie jetzt auch nicht zu haben. Also, sie schießen mal überall ein bisschen, entscheiden sich jetzt Rampe zu gehen. Der Nick schiebt nach, das kommt als Unterstützung. Er wird reingehalten. Immerhin einen Track bekommen. Ist der Rauch von dem Feuer bei dir auch so dick eigentlich? Ja, ich sehe da gar nichts durch. Ich auch nicht. Das ist ziemlich krass. Kleiner Smoke-Ersatz eigentlich. Also,
zwei für 800. Ja, das Feuer ein bisschen Rauch, das ist eigentlich perfekt. Guck mal, jetzt haben wir alle 2,5, ist. War jetzt ja nicht gerade sinnvoll, finde ich, dafür nur eine UMP oder so gekillt. Voll Eco. Sind nicht alle noch mit den SMGs rumlaufen. So, jetzt ist halt die Frage, spielen sie die jetzt weiter, kaufen sie M4 oder was machen die jetzt? Die kaufen echt M4. Das finde ich halt gut. Rausgeschmissenes Geld dann, muss ich sagen. Die können selbst wenn sie die Runde noch verlieren. Selbst wenn sie die noch verlieren, können sie ja noch durchkaufen. Ja, gut, trotzdem ist das Geld, was du irgendwie ausgibst, was ich hätte sein müssen, wenn du direkt M4 spielst. Naja, mal gucken. Thiels scheint sich auch für eine Hallegor aufzustellen. Ja, jetzt wieder schon. Genshin hat wieder eine Art, ich keine Ahnung, auf Nuke finde ich so. Wer fällt jetzt T? Also, was wirst du denn da machen, wenn du irgendwie Rampe gehst oder so? Weiß nicht. Wussten ihn jetzt außen. So, wir wissen auf jeden Fall, dass Rampe geblockt wird. Außen steht eher nichts. Einer da irgendwie Garage hinten oder sowas. Was ist der? Und jetzt hat er einen Pick. Jetzt hat er ihn geholt. So, jetzt wäre Rampe fast das Beste. Gut, sind schon zwei unten. Die Halle wegkriegen, Halle ist halt Max nur der eine drin an der Tür. Na, Rampe steht halt nur einer. Ja, Kettora, das reden sie halt nicht, ist halt kein einziger mehr oben. Jetzt, ja. Rampe eigentlich eine gute Entscheidung. Auch den Austausch. So, aber ein CT war schon. Oder aber zwei CTs schon unten, das ist jetzt. Können eigentlich nichts mehr machen. Deine Dynamite werden sie, glaube ich, nicht rechnen da. Oh, er zeigt sich, holt nur die Bombe. Aber Frankie direkt mit Refrag. Und jetzt noch Defen gegen Regen und der. Die Zelfte Arbe. Ja, und Zelfte Arbe. Oh Mann. Eine Arme. Unverständlich. Er hat ja gesaved, oder? Ja, ja, ah ja, stimmt. Na. Sorry. Der sieht jetzt sogar nochmal außen. Da deckt Sjursson. Ah, ist echt interessant mit dem Gang dort. Gefällt mir eigentlich ziemlich. Ich mach was Neues. So, wo geht's jetzt hin? Scheint Rampes zu splitten. Oder? Bombe auch. Oh, einer ist schon unter Cat. Sind extrem weit aufgesplittet. Jetzt geht man doch Halle, aber da stehen sie eigentlich zu gut am Cat. Ja, wir haben nur 20 Sekunden, anderes können sie auch nicht machen. Das lassen sich auch viel zu lange Zeit. So, jetzt kann Schacht eigentlich hochziehen. Hat er die Waffe sogar gesehen? Ui! Da war mal ein schöner Break. Ja. Den zweiten macht er nicht, aber CDs standen einfach zu gut. 6. Zwei Runden noch, oder? Für die CDs, für den Sieg. 3 braucht Game noch. Hat die nicht 8 als die? Ja. Ach, ja, gut, okay. 2 zum Draw. Ja.
Halle Rush. Oh, hat der von kassiert. So, auch die CTs mit Abe. Aber Halle ist drin, Bombe kann gleich gelegt werden. Die CT von hinten. Der ist schon gestorben. Warum legt denn die Bombe nicht? Jetzt legt sie. Zwei Backhead, einer Main, einer Vorraum. Keine gute. Ein Tier wieder angesagt. Das sind einfach keine Flexen, sie stehen super offen. Also nicht gut verteidigt. 6:0. Sie müssen ja praktisch so offen stehen, die können ja gar nicht außen oder Vorraum oder so zurück, weil das schon eingenommen war. Naja, sie müssen sich dann halt entscheiden, wo sie einfach mal rauspushen zusammen. Vorraum zum Beispiel einnehmen, wäre halt das Beste. Aber letzte wirkliche Kaufrunde für die TS. Und Nades hatten sie anscheinend auch nicht mehr. So, Sky legt direkt Main an. Halle geht's raus. Keine Chance bei dem Halle Rush. Da fehlen einfach auch die Granaten. So, letzte. Game schon das Draw. Willst du danach noch irgendein Match machen? Ja, klar. Also, ich würde ganz gerne mal dieses CSGO-Götter, wenn man das mal streamen könnte. Ja, ja. Ich muss mal gucken, was Mase macht. Ja, ich denke mal, der wird Ultanet machen hier nach, oder? Das Vorrecht. Ja. Und der Gewinner hier von Spieler gegen Ultanet. Ja, ich frag dann auf jeden Fall noch. Aber eins, das letzte, also ein Halbfinale mache ich auf jeden Fall. Danach, das Finale wird ja nicht ausgespielt, ne? Ja, ich glaube nicht, das hat ja gar keine Bedeutung. Ja, eigentlich nicht. Man braucht ja auch kein Seeding oder sowas. Und Preis gibt's auch nicht, also ist eigentlich Wurst. Schon ein nutzloser Molly. Zwei Außen. So, mit dem ersten und am Außenkett auch schon wieder einer. Der verteidigt schon recht souverän. Was sind 3 gegen 3? Rampe ist durch. Ach, das nächste ist sogar Best of 3. Ah, okay, haben sie doch gemacht. Mehr Hacker-Action. Game vielleicht. Gibt jetzt vielleicht doch nochmal eine Runde ab. Defmap 1 gegen 2. Bombe wird gelegt. Er hört den Leger. Schön rausgezogen. Jetzt nur noch Marvelous. Hat nur noch 8 Sekunden. Muss der Frag gehen. Und Defen macht's. GG 8-0. Krass. Haben sie doch echt keine einzige Terrorrunde geholt. Gamed wartet sich die Chance auf einen EPS-Einzug. 16:7 gewinnt Gamed und zieht somit ins Halbfinale ein und